Sag, ich entschuldige mich für die ganze Verspätung, aber die Technik wollte nicht so, wie ich möchte. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit dem Live funktioniert oder nicht. Ich bin mir gerade nicht sicher. Okay, scheint zu funktionieren. Gut. Dann beginnen wir, inshallah, ohne weitere größere Verzögerungen. Bitte verzeiht die Verspätung heute. Das lag an mir. Ich habe das mit der Technik nicht so hinbekommen, wie ich es hätte hinbekommen sollen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wir beginnen im Namen Allahs, des Alabamas, des Allbarmherzigen, des Allgnädigen. Wir suchen bei ihm, dem Erhabenen, dem Allmächtigen, Zuflucht vor dem verfluchten Shaitan. Und die Segenswünsche seien auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesprochen. Wir waren bei der fünften Weisheit, oder wir sind bei der fünften Weisheit, oder ne, wir waren nicht, sondern wir sind es ja. Und diese fünfte Weisheit, die besagt, اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انضماس البصيرة منك. Zu Deutsch: Deine Mühen um das, was dir fest zugestanden ist, und deine Nachlässigkeit in dem, was von dir gefordert ist, weisen darauf hin, dass dein innerer Sinn sich abgestumpft hat. Nochmal die Weisheit. Deine Mühen um das, was dir fest zugestanden ist, und deine Nachlässigkeit in dem, was von dir gefordert ist, weisen darauf hin, dass dein innerer Sinn sich abgestumpft hat. Wir wollen uns diesem Thema anhand einiger Verse nähern. Allah Ta'ala sagt im Koran: وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. Und es gibt keine Lebewesen, nichts, was sich auf dieser Welt bewegt, außer dass Allah Ta'ala ihre Versorgung übernimmt. Kann der das Licht kurz anmachen? So dunkel. Ja. Und in einem anderen Vers heißt es: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe wahrlich die Menschen, oder ich habe die Geisterwesen, die Djinn und die Menschen nur erschaffen, auf dass sie mir dienen. Und in einem anderen Vers sagt Allah Ta'ala: وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْبِرْ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى. Und befiehl deinen Angehörigen das Gebet und sei beharrlich darin. Wir fordern keine Versorgung von dir. Wir versorgen dich. Und das gute Ende gehört der Gottesfurcht. Worum geht es in dieser Weisheit, die wir hier auch nochmal sehen? Der Mensch bemüht sich. Der Mensch bemüht sich allgemein. Der Mensch bemüht sich in seinem Leben. Das Leben ist eine Bemühung. Das heißt was? Das heißt, wir strengen uns an. Wir leisten etwas in unserem Leben. Wir studieren, wir gehen zur Schule, wir lernen, wir arbeiten, wir versorgen, wir erziehen, wir sprechen. Der Mensch tut stetig etwas. Er ist in Bewegung und bemüht sich von dem Zeitpunkt seiner Geburt, wo er lernt zu atmen, wo er lernt zu trinken,
wo er lernt zu laufen, bis zu dem Moment, wenn er sich weiterentwickelt als Mensch, bis zum Erwachsenenleben, bis zu seinem Tod. Der Mensch bemüht sich stetig. Und in dieser Bemühung oder in diese Bemühung gibt es Einflüsse. Es gibt Dinge, egal wie ich mich anstrenge, egal wie sehr ich mich bemühe, ich bin dem nicht mächtig, dass ich sie verändern kann. So habe ich mich nicht entschieden, wann ich geboren worden bin. Noch habe ich eine Entscheidung darüber, wann ich wirklich sterben darf. Noch habe ich eine Entscheidungsmacht darüber, welche Augenfarbe ich bekommen habe. Ob ich groß bin oder klein bin. Ob mich eine Krankheit befallen soll oder sie mich nicht befällt. Ich kann gewisse Bemühungen angehen, aber am Ende sind meine Bemühungen dort eingeschränkt und es gibt Dinge, auf die habe ich gar keinen Einfluss. Das heißt, dein Mühen um das, was dir fest zugestanden ist und deine Nachlässigkeit in dem, was von dir gefordert ist, weisen darauf hin, dass dein innerer Sinn sich abgestumpft hat. Der erste Teil ist also dieser Versuch, etwas zu verändern, was du gar nicht verändern kannst. Die Bemühung um etwas, was außerhalb deiner Machtbefugnis steht. Ich bin nicht in der Lage, dass ich entscheiden kann, dass ein Kind morgen geboren werden soll oder dass ich zu dem Zeitpunkt geboren werden sein soll. Noch kann ich mein Ende bestimmen. Noch kann ich Einfluss darauf nehmen, ob eine gewisse Krankheit mich morgen befällt oder nicht. Ich kann nicht bestimmen, ob ich in der Nacht schlafe und auf jeden Fall morgens wieder aufwache. Und mein Bemühen in diesen Dingen, die außerhalb meiner Macht liegen, die nicht Teil meines Kompetenzbereiches sind, die nicht Teil dessen sind, was ich bewirken kann, das heißt, ich habe nicht ganz verstanden, warum ich hier bin. Das heißt, ich habe nicht verstanden, was ich als Mensch hier umsetzen soll. Wer ich hier als Mensch bin. Was ich hier als Mensch machen soll. Allah Ta'ala hat uns Menschen auf diese Welt gesetzt. Und wenn ihr euch daran erinnert, hatten wir es schon mal angesprochen, dass Allah Ta'ala die Menschen mit zwei großen Aufgaben versehen hat. Die erste Aufgabe ist diese Aufgabe, in der Allah Ta'ala es uns schon mitteilt, in der er gesagt hat, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Geisterwesen, die Djinn und die Menschen nur erschaffen, auf dass sie mir dienen. Das heißt, der Frage, warum ein Mensch erschaffen worden ist oder warum die Djinn erschaffen worden sind, geht die Antwort nach, damit sie demjenigen, der sie erschaffen hat, dienen. Und dieses Dienen hat Ausdrücke und ein Ausdruck oder einer der wichtigsten Ausdrücke davor, den hatten wir auch schon, ist, dass Allah Ta'ala zu den Malaika gesagt hat, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَ. Und als dein Herr zu den Engeln sagte, ich werde auf der Welt Sachverwalter einsetzen oder schaffen. Das heißt, wir sprechen hier über die Sachverwaltung. Das heißt, wir sprechen hier über die Sachverwaltung. Die Sachverwaltung ist eine Form oder ist letztlich die Praxis, wie wir Allah Ta'ala dienen sollen. Und eine Form dieses Dienstes ist, dass wir die Welt, in der wir uns befinden, sachverwalten. Was bedeutet sachverwalten? Heißt es, ich bin der Chef und darf machen, was ich möchte? Nein. Sachverwalten heißt, dass ich innerhalb eines gewissen Rahmens, einer gewissen Ordnung, positiv und konstruktiv wirke, sodass ein Ort positiv durch meine Anwesenheit bestärkt ist. Dass der Ort, an dem ich mich befinde,
einen Nutzen von meiner Anwesenheit hat. Allah Ta'ala hat jeden Menschen von uns in diese Welt gesetzt. Und jeder von uns ist individuell. Das heißt, ein jeder von uns gleicht nicht dem anderen. Auch wenn es zwischen uns Ähnlichkeiten gibt. Wir können traurig sein, wir können wütend sein, wir können uns freuen, wir können beleidigt sein, wir können Emotionen haben, wir können groß sein, wir können klein sein, wir können viel wiegen, wir können wenig wiegen. Es gibt Dinge, in denen können wir uns ähneln. Wir können die ähnliche Frisur haben, wir können eine ähnliche Brille tragen, wir können ähnliche Sehstärken haben. Und nichtsdestotrotz sind wir individuell unterschiedlich, weil ein jeder von uns hat unterschiedliche Fähigkeiten bekommen. Den einen segnet Allah Ta'ala mit einer starken Empathie. Er kann Menschen schnell verstehen. Ein anderer ist schnell in seiner Auffassungsgabe. Ein anderer hat ein fotografisches Gedächtnis bekommen. Jemand anderes wiederum ist stark in Mathematik oder den Naturwissenschaften. Jeder von uns hat unterschiedliche Kompetenzen bekommen, die Allah Ta'ala uns mitgegeben hat. Er hat sie uns geschenkt. Es ist nicht das, was wir uns antrainiert haben über die Erfahrung im Leben, sondern es ist das, was Allah Ta'ala uns geschenkt hat. Und das, was Allah Ta'ala uns geschenkt hat, schenkt er uns, damit wir es nutzen im Dienste der Sachverwaltung, sodass wir ihm dienen. Sodass wir letztlich sagen, es geht darum, dem Weg, den Allah Ta'ala uns als Rahmen vorgibt, zu folgen und unser Bestes zu geben mit dem, was wir bekommen haben, um positive Eindrücke zu hinterlassen, um positiv zu wirken, um, ganz platt gesagt, die Welt besser zu verlassen, als dass wir sie vorgefunden haben. Aber dieses Prinzip fußt auf einer Freiwilligkeit. Das heißt, ich aus freien Stücken entscheide ich mich dazu, Allah Ta'ala zu dienen. Es geht hier nicht um einen Zwang. Es geht hier um die Erkenntnis darüber, dass wir als Menschen Allah Ta'ala, den Erhabenen, erkennen. Und weil wir ihn erkennen, möchten wir ihm dienen. Und weil wir ihm dienen möchten, folgen wir diesem Weg, folgen wir dem Weg der Sachverwaltung. Das heißt, Allah Ta'ala hat am Ende jedem von uns gesegnet mit Kompetenzen und Fähigkeiten. Und diese Kompetenzen und Fähigkeiten, die sollen wir auf seinem Wege, das heißt, im Rahmen dessen, was Allah Ta'ala uns in der Sachverwaltung erklärt, indem wir ethisch, moralisch, sowie aber auch im Rahmen der normwissenschaftlichen Vorgaben unser Leben islamisch leben. Und in diesem islamischen Leben, wie wir es jetzt nennen, dem geben wir uns freiwillig hin. Und in diesem Konstrukt gibt es zwei Verantwortlichkeiten. Das heißt, ich lebe meinem Leben auf diesem Weg hin zu der Zufriedenheit Allah Ta'alas. Auf diesem Weg gibt es zwei Verantwortlichkeiten. Die erste Verantwortlichkeit bin ich als Mensch. Ich als Mensch habe die Verantwortung der Ibadah, des Gottesdienstes. Des Gottesdienstes in seinem expliziten Sinne, das heißt, wie zum Beispiel das Gebet oder das Fasten, also was Allah Ta'ala von mir so gefordert hat, aber auch das Implizierte, das heißt, was Allah Ta'ala indirekt gefordert hat. Das Gute zu tun, das Schlechte zu verneinen. Ein moralischer Mensch zu sein. Der Ethik zu folgen, einer Ethik zu folgen, die die Schwachen beschützen soll vor der Ausnutzung, die dazu beitragen soll, dass alle Menschen gleich sind. Eine Moral und Ethik, die dazu führen soll, verantwortungsbewusst mit seiner Umwelt und der Welt, die einen umgibt, umzugehen. All das wird gefordert. Das ist die Verantwortlichkeit, die wir als Menschen haben. Und es gibt eine andere Verantwortlichkeit. Eine andere Verantwortlichkeit, das ist die Verantwortlichkeit des Schöpfers, die er sich selbst zugeschrieben hat.
Allah Ta'ala hat sich selber eine Verantwortlichkeit zugeschrieben. Er, der Erhabene, hat sich die Verantwortung zugeschrieben, die Versorgung seiner Diener bzw. der Menschheit und der Menschen zu übernehmen und sich um sie zu kümmern. Er kümmert sich um alles. Und deswegen heißt es im Koran, Kullun qad alima salatuhu wa tasbihahu. Und jeder kennt oder jeder weiß über die Form der Lobpreisung des Gottesdienstes an Allah Ta'ala und der Lobpreisung von ihm. Selbst die Ameise, die über den Weg läuft, lässt sich nichts anderes als Gott zu lobpreisen. Ein Blatt, das im Winde weht, lobpreist Allah Ta'ala. Sie lobpreisen Allah Ta'ala auf ihre Art und Weise, so wie Allah Ta'ala es ihnen eingegeben hat. Und unsere Aufgabe als Menschen ist es, auch Allah Ta'ala zu lobpreisen, zu dienen und ihm zu lobpreisen. Auf die Art und Weise, wie er es uns mitgeteilt hat. Alles, was erschaffen worden ist, die gesamte Schöpfung in ihrer Gänze, lobpreist Allah Ta'ala. Dient Allah Ta'ala. Wieso dienen sie Allah Ta'ala? Weil sie das tun, was Allah Ta'ala von ihm verlangt. Natürlich sind sie ohne freien Willen. Die Tiere, die Blätter, die Gräser, die Bäume, die Natur an sich. Alles läuft und weil sie Dinge laufen, wie sie laufen, folgen sie dem, wie Allah Ta'ala es von ihnen verlangt hat. Aber sie haben natürlich auch keinen freien Willen, sich entscheiden zu können, ich mache das nicht. Aber alles auf dieser Welt, was erschaffen worden ist, bis auf die Menschen und die Dschinn, folgen dem Befehl Allah Ta'alas. Nicht freiwillig, aber sie folgen immer dem Befehl Allah Ta'ala. Und sie lobpreisen Allah Ta'ala. Deswegen heißt es in einem Vers, Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Wa shamsu wal qamaru wal nujumu wal jibalu wal shajaru. والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. Siehst du nicht, dass sich vor Allah Ta'ala jeder niederwirft? Jeder niederwirft, der in den Himmeln und wer auf den Erden ist? Die Sonne, der Mond, die Sterne, die Berge, die Bäume, die Tiere und viele von den Menschen. Viele von den Menschen nehmen Allah Ta'ala an. Sie alle werfen sich vor Allah Ta'ala nieder. Aber dann gibt Allah Ta'ala eine Warnung. Und gegen viele ist die Strafe unvermeidlich geworden. Gegen viele der Menschen ist die Strafe unvermeidlich geworden. Warum? Weil sie diesen Dienst an Allah Ta'ala ablehnen. Oder weil sie sich im Dienst an Allah Ta'ala auflehnen auf eine gewisse Art und Weise. Und Allah Ta'ala benutzt in dem Vers den Begriff des Sujuds. Und der Sujud, den kennen wir alle als die Niederwerfung im Gebet. Und die Niederwerfung im Gebet, der Sujud an sich, bedeutet, steht für eine absolute Hingabe. Steht dafür, dass wir uns unserem Herrn in seiner Allmacht, in seiner Allwissenheit, seiner Allgnade, dass wir uns ihm hingeben. Und deswegen werfen wir uns nieder. Und deswegen wird der Begriff der Niederwerfung hier auch verwendet für die Sonne, für den Mond, für die Sterne, für die Berge, für die Bäume, für die Tiere, für die Lebewesen, weil sie sich alle absolut Allah Ta'ala hingeben. Der Mensch aber hat die Wahl, so wie die Geisterwesen. Sie haben die Wahl bekommen. Möchtet ihr euch Allah Ta'ala hingeben oder möchtet ihr euch nicht ihm hingeben? Und deswegen sagt Allah Ta'ala, وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. Und wahrlich, für den Menschen bleibt nichts außer das, was er getan hat, wofür er sich angestrengt hat. Rudern wir zurück, um zur Weisheit zu kommen. Was ist die Aufgabe der Menschen? Was ist unsere Aufgabe? Welche Aufgaben haben wir? Die erste Aufgabe, wie wir sie festgehalten haben, ist die Ibadah gegenüber Allah Ta'ala. Aber sie ist eine Ibadah, ein Gottesdienst,
auf den wir uns freiwillig eingelassen haben. Wir haben uns freiwillig auf den Dienst an Allah Ta'ala eingelassen. Die zweite Aufgabe, wie wir sie schon benannt haben, ist der Istikhlaf, die Verwaltung, die Sachverwaltung. Und dazu sagt Allah Ta'ala im Koran Folgendes. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلْيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah hat demjenigen von euch oder denjenigen von euch, die glauben und rechtschaffene Werke tun, versprochen, und jetzt ist es wichtig, dass er sie ganz gewiss als Statthalter auf der Erde einsetzen wird. So wie er diejenigen, die vor ihnen waren, als Statthalter einsetzte. Dass er für sie ihre Religion, der er für sie zugestimmt hat oder mit der er zufrieden ist, ganz gewiss eine feste Stellung verliehen hat. Wird. Und dass er ihnen nach ihrer Angst stattdessen ganz gewiss Sicherheit gewähren wird. Sie dienen mir und gesellen mir nichts bei. Wir als Menschen, wenn wir denn an Allah Ta'ala glauben und der Glaube sich reflektiert in der Art und Weise, wie wir leben, das heißt rechtschaffene Werke tun, denen sagt Allah Ta'ala, ihr seid die Sachverwalter, ihr seid Statthalter auf der Erde, weil ihr die Art und Weise, wie Allah Ta'ala das Leben vorsieht, umsetzt, weil ihr Allah Ta'ala dient, weil ihr einen positiven Beitrag leistet, weil ihr nicht nur für euch selbst in eurem Herzen glaubt, sondern weil ihr es übertragt, weil ihr es transportiert, weil ihr es übersetzt, was ihr im Herzen als Glauben tragt, in rechtschaffene Werke. Und die rechtschaffenen Werke sind jene Werke, die positiv wirken, die einen positiven Einfluss nehmen, die positiv verändern, die zum Nutzen aller Menschen sind. Und diese Menschen, die beschützt Allah Ta'ala. Er schützt sie vor der Furcht und gibt ihnen Zufriedenheit. Und Allah Ta'ala benennt diese Menschen, die so leben, als Menschen, die ihm wahrlich dienen. Sie dienen mir. Und sie glauben fest an Allah Ta'ala. Warum? Weil sie nichts beigesellen. Und wenn wir in die Geschichte schauen und wer sich ein bisschen in der Historie des Islams einliest, wird sehen, wie der Aufschwung einer Gruppe innerhalb der islamischen Geschichte immer damit verbunden war, inwieweit sie auch in sich selbst verbunden waren mit der Religiosität, mit der Religion, mit der Praxis der Religion. Nicht nur der Frage folgen, was ist erlaubt, was ist verboten, das ist wichtig, ja. Aber auch immer der Frage widmen, des Warums, des Wies, des persönlichen Bezugs aufbauen zu Allah Ta'ala, zu den persönlichen Gesprächen mit Allah Ta'ala, zu der Beziehung mit Allah Ta'ala. Wir brauchen eine persönliche Beziehung mit Allah Ta'ala. Haben wir keine persönliche Beziehung mit Allah Ta'ala, müssen wir sie aufbauen. Und die Geschichte zeigt uns, immer dann, wenn sich Menschen mit Allah Ta'ala verbunden gefühlt haben, wenn sie ihre Religion in ihrem Herzen und ihrem Charakter ins Leben transportiert haben und nicht nur der Frage nachgegangen sind, was ist erlaubt, was verboten, sondern sich dem Frage nach dem Sinn der Dinge gewidmet haben und der Frage, eine wirkliche Beziehung mit Allah Ta'ala aufzubauen, hat diese Epoche einen Aufschwung erlebt.
Und immer dann, wenn die Menschen übersättigt waren, nur noch mit dem Diesseits beschäftigt sind, nur noch mit dem Hinterherrennen der weltlichen Güter, das Ansammeln von Geld, Besitz, Frauen, Kinder, Männer, wo es nur noch um die Befriedigung der Triebe geht und das Spirituelle abnimmt, sehen wir, wie Allah Ta'ala diese Menschen ersetzt mit einer anderen Gruppe, die das Spirituelle aufrechterhalten haben. Wo es nicht mehr nur um das Diesseits geht, sondern wo das Diesseits der Weg ist, das Mittel zum Zweck ist, hin zu einem Jenseits, zum Paradies, zum Wunsch, dem Erreichen der Zufriedenheit Allah Ta'alas. Und deswegen sagt Umar, نَحْنُ قَوْمٌ عَزَّنَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ فَمَهْمَا طَلَبْنَا الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا عَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Allah Ta'ala hat, wir sind ein Volk, Allah Ta'ala hat uns auserwählt durch den Islam. Und immer wenn wir unseren Stolz, unsere Stärke über den Islam ersuchen, dann werden wir diese Stärke bei Gott, bei Allah Ta'ala finden. Und immer wenn wir die Stärke bei etwas anderem suchen als bei Allah Ta'ala, dann wird Allah Ta'ala uns fallen lassen. Das bedeutet übertragen, immer dann, wenn wir verstehen, dass unser Leben im Dienst Allah Ta'ala steht, wenn der Islam für uns, also der Islam nicht im Sinne einer einfachen Regelstruktur, das darfst du, das darfst du nicht, sondern Islam als gelebte Weisheit, als gelebte Philosophie, als gelebte Spiritualität, als gelebtes Verhältnis zwischen Dienern und dem zu Dienenden, also zwischen mir und Gott, zwischen mir und Allah. Das als Islam, wenn wir das leben, dann finden wir darin Ruhe, Zufriedenheit, Stärke, Mut, Ausdauer und Kraft. Aber immer wenn wir das ersetzen durch die weltlichen Dinge, durch unsere eigenen Triebe, dann werden wir fallen. Fallen im Sinne von, wir werden schwach. Ein ganz einfaches Beispiel dafür ist aus der Praxis der Umgang mit Tod. Wenn ich felsenfest an Allah Ta'ala glaube und weiß, dass das Ende bei ihm ist, dass es hingeht zu einem Paradies, dass wir uns bemühen, unser Bestes tun auf dieser Welt, um Allah Ta'alas Zufriedenheit zu erlangen und durch seine Barmherzigkeit ins Paradies zu kommen, dann wissen wir, ein Abschied im Diesseits ist kein Abschied auf ewig, sondern mit dem Wille Allah Ta'alas und seiner Barmherzigkeit sehen wir uns wieder nach dem Abschied im Diesseits, im Jenseits. Das gibt Ruhe, das gibt Kraft, das gibt Ausdauer, das gibt Hoffnung. Jemand, der dass die Welt aber nur als ein Mittel sieht, in dem er jetzt lebt und danach ist es vorbei, den wird der Tod viel mehr erschrecken. Den wird der Tod viel mehr mitnehmen, weil für ihn ist der Tod ein universelles Ende. Es gibt nichts mehr danach. Und so schafft der Glaube an Allah Ta'ala Ruhe und Hoffnung. Es gibt eine Aussage von Ibrahim al-Khawas. Ibrahim al-Khawas sagt, wahres Wissen oder das Wissen, das gesamte Wissen lässt sich zusammenfassen in zwei Wörtern. Hier der Begriff Wörter zu verstehen als Sätze. Nimm die Verwaltung einer Sache erst dann an, wenn du ihr gerecht werden kannst. Also, arbeite innerhalb deines Kompetenzbereiches, übersetzt. Und wenn du eine Sache anvertraut bekommen hast, als Verwaltung, als Verantwortung, dann werde ihr gerecht. Das bedeutet letztlich, wenn wir das modern umformulieren, wir sollten für uns wissen, dass wenn wir unser Leben leben, wir auch immer so leben und handeln sollten, dass wir entsprechend unserer Kompetenzbereiche arbeiten.
Also ich, Abdulkader, sollte keine Verantwortung übernehmen im Bereich der Mathematik, denn ich bin schlecht in Mathe. Aber dafür kann ich andere Sachen gut und dort kann man mich gerne im Verantwortungsbereich einsetzen. Das heißt, wir müssen lernen, Aufgaben, Verantwortungsbereiche immer entsprechend der Kompetenzen zu verteilen und nicht der Namen nach, des Bekanntheitsgrades nach oder anderen nichtigen, vergänglichen Dingen. Und wenn wir eine Verantwortung übernommen haben, dann sollen wir sie nicht fallen lassen, sondern uns bewusst sein, was wir dort machen müssen, unser Bestes tun. Das alles, was hat das alles, was wir jetzt erzählt haben, mit dieser Weisheit zu tun? Ich kann nicht ändern, was Allah Ta'ala festgeschrieben hat. Und wenn ich nachlässig werde, und das ist das, was wir jetzt alles besprochen haben, Nachlässigkeit in dem, was ich tun soll. Was soll ich tun? Allah Ta'ala dienen, ein Sachverwalter sein, ein islamisches Leben leben, wo der Islam hier nicht steht, nur für ein simples Regelkonstrukt. Sorry, dass ich das so überspitzt sage, aber hier geht es nicht nur um Halal und Haram. Hier geht es darum, wenn wir über ein islamisches Leben reden, über ein spirituell erfülltes Leben, in dem das Herz, wenn es den Koran hört, wenn es den Namen Allah Ta'alas ausspricht, auf der Zunge zergehend artikuliert, das ist, was man mit mir macht. Dass die Gebete für mich schön sind, dass die Gebete für mich mit Gefühlen verbunden sind. Das ist ein islamisches Leben. Und dass wir natürlich auch entsprechend dem leben, wie Allah Ta'ala es uns als Rahmen gesetzt hat. Aber der Rahmen sagt nichts darüber aus, welche Beziehungen ich aufbaue. Und islamisch wird die Sache durch die Beziehung zu Allah Ta'ala, zu der Beziehung zu der Umma, zum Verstehen, zum Bezug, zu der Art und Weise eines islamischen Lebens, das geprägt ist durch Wille. Und Wille ist verbunden mit Liebe, mit Spiritualität, mit Bezug zu Allah Ta'ala, indem der Zikr nicht einfach ist und die Zunge hat sich bewegt, aber mein Herz hat nicht einmal gepocht. Mein Herz hat nicht einmal gefühlt. Mein Kopf hat nicht einmal darüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Sondern indem der Zikr für mich, für uns etwas ist, mit der wir eine Brücke schlagen zu Allah Ta'ala. Und wenn wir den Segenswunsch auf den Propheten sprechen, sagen wir es nicht einfach so, sondern weil wir eine Brücke schlagen wollen zum Propheten, weil er mir das Vorbild ist. Gelebte Spiritualität, das meinen wir hier an dieser Stelle. Und wenn ich dem nicht nachkomme, also wenn ich etwas verändern will, was ich nicht verändern kann, wenn ich meinen Pflichten, meinen Aufgaben nicht nachkomme, also nachlässig bin, dann weist es darauf hin, ich habe nicht wirklich verstanden, was ich auf dieser Welt soll. Uns ist nicht klar, was wir wirklich auf dieser Welt sollen. Wir haben nicht verstanden, was Allah Ta'ala von uns möchte, wenn wir unser Leben so nachlässig leben. Wenn wir uns stetig über Dinge beschweren, die wir nicht verändern können und wenn wir gleichzeitig nachlässig sind. Das ist die fünfte Weisheit. Wenn du merkst, du bist nachlässig. Wenn du merkst, du beschwerst dich über Dinge, über die du eigentlich gar keine Macht hast. Also beispielsweise, wenn ich immer sage, ach, hätte ich doch nur gemacht. Du bist nicht in der Lage, die Zeit zurückzudrehen. Du kannst deine Lehre daraus ziehen, ja. Aber du kannst die Zeit nicht umdrehen und du kannst dich in der Vergangenheit legen, hätte, hätte, wenn. Hätte, hätte, Fahrradkette, sagt man auf Deutsch. Und es ist sinnlos, in einer Vergangenheit zu leben, die unveränderbar ist, weil sie schon passiert ist. Wichtig ist, was wir daraus machen. Und wenn wir merken, dass wir so verfangen sind in Sinn, müssen wir uns reflektieren, müssen wir uns hinsetzen und unseren Bezug zu Allah Ta'ala neu ausrichten. Die nächste Weisheit ist die sechste Weisheit, in der es heißt, La yakunu ta'akhurul amadil a'ta'ima al-ilhahi fil du'ai mujiban liyasika fahuwa damina laka al-ijaba. Fahuwa damina laka al-ijaba fima yakhtarahu laka, la fima takhtarahu linafsika. Wa fil waqti alladhi yuriduhu, la fil waqti alladhi turiduhu. Lasse nicht die Verzögerung der Gabe
trotz deiner drängenden Bittgebete dich verzweifeln, denn er hat dir die Erwiderung deiner Bittgebete feste zugesichert, in dem, was er für dich erwählt hat und nicht, was du für dich erwählt hast. Und zu der Zeit, die er will, nicht zu der, die du willst. Er an dieser Stelle immer Allah Ta'ala. Nochmal, lasse nicht die Verzögerung der Gabe oder der Antwort trotz deiner drängenden Bittgebete dich verzweifeln. Denn er hat die Erwiderung deiner Bittgebete fest zugesichert, in dem, was er für dich erwählt hat, nicht was du für dich erwählst. Und zu der Zeit, die er will, nicht zu der, die du willst. Ganz platt gesagt geht es hier darum, lasse die Antwort oder die Verzögerung, das Wort Verzögerung ist hier eigentlich schon fast falsch gewählt. Aber was hier gesagt wird, ist, wenn du das Gefühl hast, du machst ein Bittgebet und die Antwort kommt nicht, lass dieses Gefühl, das du dabei hast, dich nicht daran zweifeln, dass Allah Ta'ala die Antwort geben wird. Denn Allah Ta'ala wird dir dein Bittgebet erhören zu der Zeit, die Allah Ta'ala für richtig findet, die Allah Ta'ala bestimmt und in der Art und Weise, die Allah Ta'ala für richtig hält und nicht in der Art und Weise, wie du es gerne hättest. Selbst wenn du bittest, heißt das nicht, dass du das bekommst, worum du gebeten hast. Aber wisse, dass du bei Allah Ta'ala immer etwas Besseres bekommst, als das, worum du gebeten hast, wenn du geduldig bist. Und wisse, dass dieses Bessere nicht unbedingt immer im weltlichen Maßstab gemessen werden kann. Manchmal ist das Bessere, dass man dir etwas wegnimmt, weil Allah Ta'ala dich beschützen möchte vor einer Versuchung, die schlimm für dich wäre. Beispielsweise, oh Allah, ich will $1 Million und du kriegst aber nur 1.000. Du hast weniger bekommen, weil Allah Ta'ala vielleicht weiß, wenn du viel Geld hast, machst du Dinge, die du nicht hättest tun sollen. Hättest das Geld ausgegeben für Dinge, die du nicht hättest ausgeben sollen, weil Allah weiß, dass deine Schwäche im Herzen vielleicht das Geld ist. Allah Ta'ala kennt uns besser, als wir uns selbst kennen. In seiner Allmacht und Allwissenheit und Allweisheit kennt er unsere Herzen besser, als wir sie selbst jemals begreifen und verstehen können. Und in diesem Konstrukt antwortet Allah Ta'ala auf jedes einzelne Bittgebet, aber auf der Art und Weise, wie er es für richtig findet. Allah Ta'ala sagt selbst in Surah Baqarah, وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرًا لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّ شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Vielleicht bittet ihr Allah oder vielleicht hasst ihr etwas und es ist besser für euch. Und vielleicht liebt ihr etwas, aber es ist schlecht für euch. Und Allah weiß und ihr wisst es nicht. Keiner von uns weiß, wie seine Zukunft aussieht. Keiner von uns weiß, wie gewisse Dinge auf uns wirken, aber Allah Ta'ala weiß es. Und so mag etwas bei uns verhasst sein, aber es ist am Ende besser für uns. Und es mag etwas gut wirken für uns, aber am Ende ist es besser so, wie Allah Ta'ala es für uns bestimmt hat. Das, was Allah Ta'ala immer bestimmt, ist immer, immer, immer das Allerbeste für uns. Al-Khira fima akhtara lana Allah. Das Beste ist immer in dem, was Allah Ta'ala für uns bestimmt hat. Ein Schöpfer, der über sich sagt, dass er allbarmherzig, allgnädig ist, dass seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Wut, seiner Wut überwiegt. Jemand, der diese Welt in dieser Perfektion erschaffen hat, der uns immer wieder Propheten gesandt hat, der immer wieder Botschaften entsandt hat, der immer wieder Zeichen setzt, der uns immer versorgt,
der nicht verlangt, dass das, was wir als Versorgung von ihm geschenkt bekommen, wir ihm irgendwie zurückgeben, sondern einfach nur den Dienst von uns verlangt. Jemand, der so liebevoll und barmherzig uns gegenüber ist, er wird immer antworten. Er wird die Bittgebete immer, 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 immer beantworten. قَدْ أُوْجِبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَسْ Und weil euer Bittgebet ist erhört. So sagt es Allah Ta'ala im Bittgebet. Aber um das vernünftig zu verstehen, müssen wir Folgendes begreifen. Ein Bittgebet, liebe Geschwister, was ist ein Bittgebet? Ist ein Bittgebet wie, wenn ich sage, ey Papa, ich will das, ey Mama, ich will das, ey Ehefrau, ey Ehemann, ey Freund, ey Freundin, ich will das und das. Ist es ein Verlangen? Ist es ein Gib mir, ich will? Ist es ein Mir steht das zu? Ist es ein Verlangen im Sinne, die verlangende Bitte? Oder ist es ein Bittgebet? Ist es ein Gottesdienst? Was ist die Dua? Und die Dua, liebe Geschwister, ist ein innerer Zustand des Bewusstseins darüber, dass ich abhängig bin, dass alles abhängig ist von einer höheren Macht und ich wendere mich dieser Macht in Niederwerfung zu. In Niederwerfung im Sinne der Akzeptanz, oh Allah, du bist allmächtig, du bist reich, du bist unbedürftig. Und ich bin deiner bedürftig, ich bin arm, ich bin ohnmächtig, ich kann nichts, außer das, was du mir erlaubst, o Allah, dass ich es umsetze. Das heißt, eine Dua in sich selbst trägt schon automatisch zwei Dinge in sich. Das erste, die Erkenntnis des Herzens, der eigenen Unbedürftigkeit und der Abhängigkeit gegenüber Allah Ta'ala. Und das Gefühl von, O Allah Ta'ala, du bist allmächtig und ich nicht. O Allah, du bist in der Lage, alles zu machen und ich nicht. Ich bin dir bedürftig, O Allah Ta'ala, und du bist meiner unbedürftig. Und das Zweite ist, O Allah, ich brauche dich, aber ich bin ein schwacher Diener. Und dazu folgendes Bild, ohne dass wir einen Vergleich ziehen wollen, ja, aber einfach nur, um es ein bisschen näher zu machen. Wenn ihr etwas falsch macht, gegenüber euren Eltern beispielsweise, geht ihr direkt im nächsten Moment hin und sagt, ey, übrigens, ich will das und das von dir? Oder bei einem Freund, ey, gib mir das und das? Oder nachdem ihr diesen Fehler begangen habt, entschuldigt man sich erstmal und sagt, es tut mir leid, was passiert ist. 1, 2, 3. Und dann kommt man vielleicht ganz vorsichtig an die Bitte. Ohne dass wir dazu einen Vergleich zu Allah Ta'ala ziehen möchten. Aber was für ein Mensch muss ich sein, der sagt, gib mir, gib mir, gib mir, aber alle Regeln bricht. Und wie gnädig ist Allah Ta'ala, dass er trotzdem noch gibt und uns die Sachen nicht direkt wegnimmt, aber dass er vielleicht noch mehr verzögert. Und deswegen ist die Tauba, das heißt, das Ersuchen der Barmherzigkeit Allah Ta'alas und die Reflexion des eigenen Selbst zur Selbstverbesserung, um sein Leben besser zu führen, Fehler nicht mehr zu tun, die Korrektur des eigenen Verhaltens und das Gefühl von, oh Allah, ich habe einen Fehler gemacht, bitte vergib mir, auch wichtig im Bereich der Dua. Wenn auch immer uns eine Erschwernis trifft, dann sollte unsere erste Reaktion sein, der Hamd und der Istighfar. Die Dankbarkeit gegenüber Allah Ta'ala, denn Allah Ta'ala prüft, wen er liebt. Und der Istighfar, also das Ersuchen der Vergebung von Allah Ta'ala, weil Allah Ta'ala in der Prüfung reinwäscht und weil Allah Ta'ala in der Prüfung vielleicht auch uns hinweist, dass wir gewisse Dinge korrigieren müssen. Und deswegen ist unsere Beziehung zu Allah Ta'ala nicht eine Beziehung von, ey, gib mal, und eine Beziehung von jeden Abend zu sagen, oh Allah, gib mir das, das, das und tagsüber
keinen Bezug zu Allah Ta'ala aufzubauen und Allah Ta'ala zu ignorieren, die Gebete nach hinten zu verschieben bis zum Umfallen oder vielleicht gar nicht zu beten, den Koran zu ignorieren, als staubiges Werk in der Ecke liegen zu haben, ihn als Deko zu betrachten und nicht darin zu lesen und darüber zu reflektieren, was in ihm steht. Was für eine Ignoranz muss ich selbst leben, dass ich bitte und bitte und bitte und bitte, aber dem, was der, dem ich bitte, was er von mir verlangt, nicht nachkomme. Und dann mich wundere, warum kommt die Antwort so verzögert, in Anführungszeichen. Verzögert nur aus meiner Perspektive. Das heißt, wenn wir Dua machen, wenn wir uns Allah Ta'ala zuwenden, wir haben festgehalten, die Dua, das Bittgebet, ist eine Form der Ibadah. Und wenn das Bittgebet eine Form der Ibadah ist, des Gottesdienstes, was ist es? Wir müssen die Frage beantworten, ist die Dua ein Mittel zum Zweck oder erfüllt sie selbst, in sich selbst ist sie zweckhaft? Also ist sie Mittel oder Zweck? Die Dua ist kein Mittel zum Zweck, wie wir es kennen, gib mir bitte das. Sondern die Dua in sich selbst hat einen Zweck, nämlich sie ist ein Gottesdienst. Sie ist das Begreifen der eigenen Bedürftigkeit, der eigenen Abhängigkeit, dem Anerkennen dessen und zu wissen, wie man fragen muss. Denn erst wenn ich Dua richtig mache, wenn ich begreife, dass ich unbedürftig bin, dann bitte ich. Und dann weiß ich, die Antwort kann nur von Allah Ta'ala, dem Erhabenen, kommen. Nur er kann erhören. Und er wird erhören, wie er will. Nicht wie ich es will, wie ich es mir wünsche. Weil er weiß besser, was gut für mich ist, als ich weiß, was gut für mich ist. Und deswegen, wenn wir Dua machen, müssen wir für zwei Sachen immer im Hinterkopf behalten. Eins, nie, nie, nie den Istighfar vergessen. Nie vergessen, dass wir Allah Ta'ala um Vergebung bitten dafür, wie wir ihn ignorieren, wie wir ihn nach hinten stellen, wie wir die Gebete verzögern, wie wir die Beziehung zu ihm vernachlässigt haben, wie wir den Koran, seinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Friede und Segen mit ihm, wie wir ihn vernachlässigt haben, indem wir in der Sunna, der Lebensweise des Propheten, das prophetische, also die prophetische, beispielhafte Lebensweise, dass wir ihr nicht so folgen, wie wir sie tun sollten. Wir entschuldigen uns für unsere Nachlässigkeiten. Und an zweiter Stelle, der ist der Ajal. Also das Verlangen nach jetzt, das Verlangen einer zügigen Antwort, das Verlangen von, ich will aber jetzt, diese Ungeduld, jetzt. Allah Ta'ala gibt die Antwort in der Art und Weise, wie sie für uns am besten ist, aber er weiß es, was am besten ist für uns, nicht ich. Weder du noch ich, wir wissen, was gut für uns ist. Wir meinen zu wissen, was gut für uns ist. Und wir suchen Zuflucht bei Allah Ta'ala, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen. Aber er weiß viel besser, was gut für uns ist. Und in diesem Konstrukt sagt Allah Ta'ala, وَقَالَ رَبُّكُمْ أُدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Und so sagte euer Herr, bittet mich im Sinne, vollzieht die Bittgebete. Und ich erhöre euch. Und in einem Hadith bei Bukhari heißt es 6340: Yustajaba li ahadikum ma lam yu'ajjal. Yaqulu da'utu falam yustajab li. Eure Duas werden erhört, solange ihr nicht drängt. Und das Drängen bedeutet, dass er sagt, ich habe meinen Herr gebeten, aber er hat mir nicht geantwortet. Ich habe doch Dua gemacht, wo ist die Antwort? Ich habe doch um das und das gebetet und guck mal, wo ist die Antwort? Das ist Istijal, das ist Ungeduld. Und Allah Ta'ala sagt, وَإِذَا دَعَى
Astaghfirullah, mir fällt der Vers gerade nicht ein. Fällt mir gar nicht ein. Das heißt auf jeden Fall in einem anderen Hadith bei Ibn Dawud 1979, Al-Du'a huwa die Dua, das Bittgebet, das ist der Gottesdienst. Warum ist es der Gottesdienst? Ich erkenne Allah Ta'ala an, ich erkenne meine Bedürftigkeit an, ich weiß, dass ich ihm diene, ich erkenne meine eigenen Fehler an und so weiter und so fort. Das haben wir alles schon besprochen. Und deswegen sollen wir uns bewusst sein, wenn wir das Gefühl haben, dass die Antwort nicht in der Form kommt, wie wir es erhofft haben, oder nicht in der Zeit, wie wir es erhofft, sollen wir nicht daran zweifeln, dass die Antwort kommt. Allah Ta'ala beantwortet jede einzelne Dua. Es gibt kein Bittgebet, das Allah Ta'ala nicht beantwortet. Aber die Art und Weise der Antwort liegt bei ihm. So kann er uns Sünden vergeben. So kann er Schaden von uns abwenden. So kann er sagen, ich heb dir die Antwort auf für Yawm al-Qiyamah und vergebe dir dafür und lass dich ins Paradies. Und wenn wir am jüngsten Tag alle die Möglichkeit hätten, das auszuwählen, nachdem wir unser Buch sehen, ich bin mir sicher, jeder von uns würde uns sagen, ach, hätte Allah Ta'ala meine Bittgebete im Diesseits doch nicht erhört und würde mir jetzt dafür vergeben, damit ich ins Paradies komme. Wenn wir die Möglichkeit dafür erhalten würden, dann würden wir Yawm al-Qiyamah alle diesen Deal eingehen. Würden wir sagen, hätte Allah Ta'ala mir bitte nicht meine Bittgebete erhört, sondern sie aufbewahrt und dafür mich ins Paradies gehen lassen. Und deswegen verzweifeln wir nie an der Barmherzigkeit Allah Ta'ala. Verzweifeln wir nie daran, dass Allah Ta'ala unsere Duas erhört. Verzweifeln wir nie an der Barmherzigkeit und Allmächtigkeit und Allanwesenheit Allah Ta'ala. Er ist immer bei uns. Er wird immer unsere Duas erhören, er wird uns immer beistehen und helfen, aber auf die Art und Weise, die für uns am besten ist, weil er uns am besten kennt und weil er für uns das Beste möchte. Er könnte uns natürlich auch in die Pfanne hauen, aber Allah Ta'ala, der Erhabene, Allah, der Allgnädige, der Barmherzige Allgnädige, möchte für uns, für dich, mich, er möchte das Beste für uns. Und deswegen kommt seine Antwort in der Art und Weise, wie sie am besten für uns ist und in der Zeit, die am besten für uns ist. Und das Beste liegt bei ihm, wie er es will und wie er es weiß. Und ich gebe euch Beispiele kurz, und damit schließen wir dann auch, aus der Geschichte. Hat Abu Bakr nicht immer Dua gemacht und gesagt, O Allah, schenk mir Gesundheit, schenk mir Schutz? Und ist Abu Bakr radiallahu anhu, möge Allah Ta'ala mit ihm Zufriedenheit, nicht gestorben, auch aufgrund der Vergiftung, die er erlebt hat, als er mit dem Propheten Muhammad unterwegs war? Oder Umar radiallahu anhu, möge Allah Ta'ala mit ihm zufrieden sein, hat er nicht Allah Ta'ala immer um die Afia, um die Gesundheit, um Schutz gebeten? Und ist er nicht am Ende auch grausam gestorben? Oder Osman hat Dua gemacht, oh Allah, gib mir die Afia, schütze mich, schenk mir Gesundheit. Ist er nicht getötet worden, ermordet worden, auf übelste Art und Weise verraten? Oder Ali radiallahu anhu, hat er nicht auch immer Dua gemacht, oh Allah, gib mir Gesundheit? Und dann später ist er gestorben, also getötet worden, ermordet. Das sind Sahaba. Das sind die engsten Freunde des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Das sind Menschen, die Allah Ta'ala auswählt, dass sie ins Paradies kommen sollen. Die haben das Paradies. Und deren Duas sind wie erhört worden? Getötet, ermordet. Allah Ta'ala erhört die Duas, aber er hört sie auf die Art und Weise, wie sie am besten für die Menschen ist. Und wie sie am besten für die jeweilige Person ist. Und deswegen verzweifeln wir nie, wenn die Antwort nicht so kommt, wie wir es gerne hätten, sondern wir wissen, dass Allah Ta'ala die beste Antwort bei sich hat. So viel zu unserer Lesung heute. Barakallahu fikum. Ich weiß nicht, ob es Anmerkungen gab oder nicht. Das sehe ich alles nicht. Jazakum Allah khairan für eure Aufmerksamkeit. Und an der Stelle beenden wir inshallah auch.
Subhanak wa hamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr, inna insana lafi khusr illa alladhina amanu wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun, salamun 'alal mursalin, walhamdulillahi rabbil 'alamin. Und al-Fatiha, auf das Allah Ta'ala von uns allen annehmen möge. Und assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum salam.